بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hamzas Konversion zum Islam ist eines der seltsamsten Geschichten und auch eine, die zeigt, dass man vielleicht mit falscher Absicht etwas anfängt, aber das Ganze dann zur Aufrichtigkeit wird. Hamza, er war bekannt für sein Bogenschießen und er war ein Jäger und er war im Allgemeinen als Mann bekannt für seine Stärke und er machte solche Expeditionen und jagte. Und einmal passierte etwas, dem Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm, während er auf einen seiner Expeditionen war. Und während Hamza Allahs Wohlgefallen auf ihm, auf dieser Expedition war, war der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihn in Mekka. Und während der Prophet sich in Mekka aufhielt, kam ihm Abu Jahl entgegen. Und sie waren in der Nähe von As-Safa. Abu Jahl, der Erzfeind des Islam, hatte an diesem Tag aus irgendeinem Grund schlechte Laune. Und so traf er den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und so übel wie man Abu Jahl kennt, fing er an, den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihn zu verfluchen und zu beleidigen. Er beleidigte ihn so heftig, wie er es noch nie zuvor tat. Er beleidigte ihn aufs Schlimmste. Er fasste ihn jedoch nicht an. Wie war die Antwort des Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm, wenn solche ignoranten Menschen kamen und ihn beleidigten? Er war still und er reagierte nicht auf dieses niveaulose Verhalten dieser ignoranten Menschen. Er erwiderte nicht mit einem einzigen Wort, er sagte nichts, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran von ihm verlangt. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Und wende dich von den Juhal ab, von den Unwissenden, von diesen Ignoranten, wende dich von ihnen ab. Es macht keinen Sinn, mit diesen Leuten zu diskutieren. Diese Leute sind niveaulos. Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, er sollte es nicht persönlich nehmen. Und auch du, wenn du in so eine Situation kommst und irgendein ignoranter Mensch kommt und dich beleidigt aufgrund deines Kopftuches, aufgrund deiner islamischen Bedeckung, aufgrund deines Bartes oder weil du zu Allah rufst, dann nimm es nicht persönlich. Denn Allah sagt im Koran eine Sache, die ist entscheidend. Und zwar sagt er: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Wir wissen, dass es dich traurig macht, was sie über dich sagen. Über den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm. Dann sagt Allah weiter: فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Sie bezichtigen nicht dich der Lüge, O Muhammad. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sondern beziehen sich diese Anfeindungen auf Allahs Zeichen. Diese Hassbotschaften, die beziehen sich nicht auf dich, sondern die beziehen sich auf die Religion Allahs. Und das ist der Grund, warum sie ihn gehasst haben. Ich meine, vorher war er der Vertrauenswürdige, von allen geliebt. Auf einmal ist er ein Lügner, auf einmal beleidigen sie ihn, auf einmal attackieren sie ihn, schikanieren ihn und seine Gefährten. Warum? Was hat sich geändert? Er wurde zum Propheten und hat die Religion Allahs gepredigt. Das hat sich geändert. Und die Reaktion daraufhin hat sich auch geändert, weil es viele Menschen gibt, die die Wahrheit nicht abhaben können. Und dann attackieren sie diese Wahrheit mit allen Mitteln. Bis Abu Jahl irgendwann ging. Eine Frau, die das Ganze gesehen hat, sie sagte zu Hamza: O Abu Umara, wenn du gesehen hättest, was Abu Jahl mit deinem Neffen gemacht hat. Er hat ihn schikaniert und beleidigt. Und sie erzählte ihm, was passierte. Hamza, wutentbrannt, macht sich los zu Abu Jahl. Und wenn einer aus der Familie schikaniert wurde, dann ist es ein Angriff gegen die gesamte Familie oder gegen den gesamten Stamm. Denn die Schikanierung einer Person aus deiner Familie ist genauso schlimm wie deine eigene Schikanierung. Und das ist vielleicht eine Sache, die viele Deutsche in diesem Land nicht verstehen. Sie können vielleicht nicht nachvollziehen, warum man sich extrem angegriffen fühlt, wenn die eigene Mutter beleidigt wird oder die Schwester oder der Bruder. Und an erster Stelle, wenn Allah beleidigt wird und an zweiter Stelle, wenn der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihn beleidigt wird. Sie können nicht nachvollziehen, warum uns das wehtut, wenn sie das sagen. Und warum wir das nicht akzeptieren und tolerieren werden, dass sie so über unseren Propheten reden. Er ritt zur Kaaba. Und Hamza war zu dieser Zeit noch kein Muslim.
Aber wie schon bereits gesagt, solange es jemand aus der Familie ist, der angegriffen wird, spielt es keine Rolle. Er reitet also geradewegs zu Abu Jahl mit seinem Bogen und seinem Jagdequipment, das er noch von der Jagd bei sich hatte. Er schaute nach Abu Jahl. Als er ihn sah, marschierte er geradewegs auf ihn zu, nahm seinen Bogen und schlug ihn direkt ins Gesicht. Und das Blut floss nur so. Dann sagte er: Du wagst es, meinen Neffen zu beleidigen? Und wenn man so geladen ist, voller Emotionen, weiß man manchmal nicht mehr, was man sagt. Und so erging es auch Hamza, Allahs Wohlgefallen auf ihm. Er sagte: Nimm das! Und er verpasste ihn einen Schlag mit seinem Bogen. Nachdem er ihn geschlagen hat, sagte Hamza zu Abu Jahl: Du beleidigst ihn, obwohl ich ihm folge? Ich gehöre seiner Religion an. Und dann sagte er: فَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ. So gib es mir zurück, wenn du dich traust. Wag es dich. Und die Banu Makhzum standen auf, um Abu Jahl zu verteidigen. Lasst Abu Umara in Ruhe, denn ich habe seinen Neffen wahrlich hässlich beleidigt. Ich habe ihn auf ekelhafte Weise beleidigt. Abu Jahl hat eingesehen, dass er was falsch gemacht hatte und hat die Situation beruhigt. Dann ging Hamza nach Hause nach dieser emotionalen Situation. Was soll ich nun tun? Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist, denn Hamza hat nun vor allem gesagt, dass er Muslim geworden ist. Und auch bis heute gilt, wenn ein Mann eine Aussage tätigt und sie dann einfach so wieder ändert, wird er nicht mehr ernst genommen. Und Hamza, der das Paradebeispiel eines richtigen Mannes ist, konnte nicht einfach so seine Aussage zurücknehmen. Er musste zu seiner Aussage stehen. Aber vielleicht hat er die Situation nicht durchdacht und hat etwas gesagt in seiner Aufruhr, dessen Konsequenzen er sich nicht bewusst war. Also machte er eine Dua aus tiefstem Herzen. O Allah, wenn es die Wahrheit ist, dann leite mein Herz zu dieser Sache. Und wenn es das nicht ist, dann finde einen Weg hinaus für mich. Er verbrachte wahrscheinlich eines seiner schlimmsten und miserabelsten Nächte. Er dachte nach: Was soll ich tun? Und am nächsten Morgen, nach dieser wahrscheinlich sehr schwierigen Nacht für ihn, stand er auf und sein Herz war gefüllt mit Iman, mit Glaube. Das war natürlich eine Riesenfreude für unseren geliebten Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass er nun seinen geliebten Onkel auf seiner Seite hat. Er hatte zu jener Zeit 4 Onkel. Abu Talib, der ihn beschützt hat, der aber niemals den Islam annahm. Abu Lahab, der Feind des Islams und der von Tag 1 gegen den Propheten war, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und das ist der Onkel, der in der Surah Al-Masad erwähnt wird. Dann haben wir Hamza, der den Islam nun angenommen hat, und Al-Abbas. Al-Abbas, er war gut zum Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Manche sagen, er hatte den Islam im Geheimen angenommen, als sie nach Medina gegangen sind, weil er in der Schlacht von Badr gegen den Propheten gekämpft hat, Allahs Segen und Frieden auf ihm, weil die Banu Hashim dazu gezwungen werden. Dazu kommen wir aber später zu der Schlacht von Badr. Der Punkt ist, er hatte 4 Onkel und einen hat er jetzt gewonnen, auf seine Seite gebracht. Abu Talib hat ihn sowieso die ganze Zeit beschützt, hat aber nicht den Islam angenommen. Und hier gibt es viele Lehren, die wir herausziehen können. Unter anderem, dass die schlechte Tat von Abu Jahl der Grund dafür war und der Sabab dafür war, dass Hamza den Islam annahm. Und manchmal denken wir, dass Sachen schlecht sind, aber am Ende bringen sie etwas Gutes hervor. Und Ibn Ishaq sagte: وَكَانَ إِسْلَامُهُ حَمِيَّ. Der Islam von Hamza war aufgrund des Stolzes. Doch dann wurde es zur Aufrichtigkeit. Und wir haben dieses Beispiel auch in unserer Zeit. Vielleicht nimmt eine Frau den Islam an für ihren Mann und wird später eine aufrichtige Muslime. Und hier haben wir das Beispiel vom großartigen Sahaba Hamza, Allahs Wohlgefallen auf ihm. Und es gab Gelehrte, die sagten: Am Anfang strebte ich nach Wissen, um mich zu zeigen, damit ich die Leute beeindrucke, damit ich debattieren und argumentieren kann. Doch dann demütigte mich das Wissen und ich bekam Aufrichtigkeit. Man kann manchmal aufgrund von falschen Absichten anfangen, aber es kann dazu führen, dass du aufrichtig wirst. Möge Allah uns mit Aufrichtigkeit sterben lassen und uns Aufrichtigkeit geben in unseren Taten und Aussagen. Als Hamza den Islam annahm, war dies eine Riesenstärkung für die Muslime und für den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Denn nun hatte er die Unterstützung eines der Älteren. Hamza war nicht viel älter als der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, aber er war einer der Führer von Banu Hashim. Nicht der Führer, Abu Talib war der Führer, aber er war unter anderem auch eine Führungsposition
im Stamm des Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm. Denn er ist ja der direkte Sohn von Abdul Muttalib. Und wer nicht weiß, wer Abdul Muttalib ist, soll sich die ersten Videos anschauen. Da erkläre ich, wer diese Persönlichkeiten sind. Nachdem Hamza Allahs Segen und Frieden auf ihm den Islam annahm, mussten sie ihre Feindseligkeit etwas zurückschrauben. Gegenüber den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm und gegenüber den Muslimen. 3 Tage später folgte eine zweite Stärkung.